Rollout des ersten Leopard 2 A7A1 beim Hersteller KNDS Ende Oktober in München. Von der neuesten Variante des Leo wird das Heer 17 Stück bekommen. Wichtigster Unterschied zum Vorgängermodell, das abstandsaktive Schutzsystem Trophy. Das Trophy-System schützt den Kampfpanzer vor anfliegenden Hohladungen. Das sind in erster Linie die klassischen Panzerfäuste, dann die Lenkflugkörper. Und damit haben wir schon ein weites Bedrohungsspektrum von dem Panzer ferngehalten. Sobald ein Geschoss anfliegt, wird es vom Radar des Trophy-Systems erfasst, das die Umgebung des Panzers permanent scannt. Ein Computer richtet die Werfeinheiten von Trophy blitzschnell auf die Bedrohung aus. Das System feuert, zerstört das feindliche Geschoss und lädt sofort wieder nach. Trophy stammt aus Israel und hat sich dort im Einsatz bewährt. Auch für die Bundeswehr ist es ein Meilenstein. Weil wir jetzt quasi das erste Hardkill-System zum Schutz eines Kampfpanzers in die Truppe eingeführt haben, ist das wiederum ein technologischer Schritt in der Weiterentwicklung des Kampfpanzers nach vorne. Der nächste Schritt folgt schon im kommenden Jahr. Dann soll eine völlige Neukonstruktion vorgestellt werden, der Leopard 2 A8. Und auch er wird Trophy serienmäßig an Bord haben.